Und hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Metro Last Light. Wir sind hier in der verlassenen Kirche im Hauptquartier des Sparta-Ordens und treffen uns jetzt mit Anna und dem anderen komischen Mann. Naja, komisch im Sinne von, ich kenne den nicht. Ich bin, glaube ich, gerade alle Mitglieder im Sparta-Orden und es zieht mir keine Moralpunkte oder so ab. Aber vorhin in Venedig gab es einen Moralabzug dafür, weil ich wieder den beklaut habe. Übrigens, ein reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Du könntest also einen Blick auf seine Ware werfen. Das ist eine großartige Idee, Mädchen. Hilf einem alten Mann in diesen schwierigen Zeiten zu überleben und kauf ein paar Waffen. Sollte innerhalb der nächsten Stunde hier sein. Sehr gut. Ihr habt hier wohl die Mannschaft gut zur Kontrolle, ja? Was haben Sie denn da anpassen? Sanya, was gibt es Neues per Funk? Wie ist die internationale Lage? Antika, die mit diesem Qualitätsbefehl aus der Vorkriegszeit ausgestattet wird, verliert keine Luft. Selbst über der Kriegte ich letzten Monat St. Petersburg dran. Und die wissen von uns. Irgendjemand ist mit einem Flugzeug da hinübergeflogen. Ein kleines. Hat einen regelrechten Aufruhr verursacht. Das ist Schnee von gestern. Was hast du von New York und London gehört? Von London weiß ich nichts. Aber da ist diese Stadt im Norden, Polyarny-Sory. Dort steht ein Atomkraftwerk. Daher haben ein paar Leute dort überlebt. Das ich habe mit ihnen gesprochen. Aber sie konnten die Festung noch halten. Du bist ein gewaltiger Lügner, Sanya. Du solltest Theaterstücke über unser miserables Leben schreiben und im Bolschoi aufführen lassen. Ohne jedoch zu viel vom Sichtfeld zu opfern. Na? Mal zwei, Scharfschütze. Nee, was kann ich hier nochmal? Ich kann doch hier auch... Nein! Oh, eine Saiga. Die automatische aus der Vorkriegszeit ist sehr zuverlässig und besitzt eine hohe Feuerrate. Revolver, ne. Kalasch 2012. Nö. Zu Beginn des Dritten Weltkrieges war dies das beste von der Armee genutzte Sturmgewehr. In der Metro ist es wegen seiner hervorragenden Leistung sehr gefragt. Na, dann bald das mal. Ich habe kein Interesse dran. RPK? Nö. Ich wollte die hier noch anpassen. Mal gucken. Zieloptik. Obwohl, die gefällt mir sehr. Nachtsicht. Das hat mir vorhin sehr geholfen. Ich behalte das. Habe ich hier noch vielleicht... Nee, Quatsch. Anpassen. Zieloptik. Habe ich ja eigentlich... Egal. Ich brauche nichts mehr, danke. Ich habe was gekauft, da ist der Mann jetzt zufrieden mit. Basta. Warst du schon mal in den Katakomben? Hallo. Nur einmal. Richtig alte Kirchenkatakomben. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Ein paar Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt, aber sie sind einfach verschwunden. Könnten in die Hauptmetrotunnels gegangen sein, oder... Naja, die Leute erzählen so manches, weißt du? Alle vier erzählen da manches. Du meinst die dicke Mama? Wer könnte das sein? Die dicke Mama. Wow, sind unsere Jungs schnell. Pass gut auf. Nur für den Fall. Passwort! Straßensperre! Das ist ein alter... Ich kenne diese Stimme. Scheiße, ich komm nicht drauf. Moment mal. Der Snitsky, richtig. Der Snitsky sein. Ah! Ich wusste es. Es ist ein... Es ist Lesnitsky. Ich hau auch nicht auf den Namen. Ah! Es ist Lesnitsky. Verdammt. Nein. Du elender Verräter! Anna, was für eine Überraschung. Oh Gott. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Den nehmen wir mit, das Nein! Rein. Bewegung. Oh. Cool, genau da, wo es da Zombie liegt, gucken wir natürlich nicht nach. Gott, jetzt ist irgendwo noch ein Überlebender, bitte. Wo ist denn der Kerl hier? Wo ist er? Gott, die Explosion hat hier... Oh nein. Ist der Waffenhändler auch wohl tot?
Alle, die mich gerettet haben. Ach nein! So. Verdammt. Mensch, da lerne ich gerade neue Leute kennen. Die sind nett und. Ah. Die haben mir alle weggenommen wieder. Ich. Rache. Frisches Blut. Hurra. Oh nein, 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 bitte, bitte, bitte. Nein, er hat's auch erwischt. Verdammt. Ich muss Anna da rausholen. Ne, Bastardpistole, ne, danke. Oh Gott. Alle hat's erwischt. Außer Anna und mich jetzt, wo, wie es aussieht. Und die, und der Stalker-Tot, der noch unterwegs ist. Oder der ist schon tot, ne? Das ist. Gott. Gut, vorsichtig. Gut, behindert mich nicht so sehr. Was? Was? Was sind das jetzt? Liegt vielleicht daran. Ich sehe schon. EMP oder irgendwie sowas. Ich habe kein Licht mehr. Toll. Das ist echt beruhigend. Wisst ihr, das geht mein Licht aus. Das Nachtsichtgerät kann ich auch vergessen, wie es aussieht. Ich gehe hier alleine durch das Dunkel, durch die dunklen Katakomben. Nein, ich mag sowas nicht. Ha! A little success. Ich erinnere mich an der Stelle, was in dem Buch Meta 2033 stand, also Bourbon gesagt. Dass man. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Immer aufpassen soll. An Orten, wo Ratten sind, sind keine großen Gefahren. Wo die Ratten allerdings flüchten, die sind von da nach hier abgehauen. Und hier sieht es wohl noch Gefahr aus. Von diesen Orten sollte man sich fernhalten. Was machen wir? Wir lernen uns natürlich diesen Orten. Ich muss da lang. Cool, ich kann zurück. Ja, hat schon erledigt. Ich gehe wieder zurück. Nee, ich muss da lang, ich weiß es. Boah, Schiss. Schiss davor. Was? Toter, oder? Oder was sind ich wo? Hat nicht aufgepasst. Ei. Was zur Hölle? Was zum? Was ist denn das hier? Eine Sprengfalle. Munition, danke. Boah, ich bin ganz so angespannt. Ich. Jetzt schwitze ich auch aus Nervosität. Ui. Das ist ein Schatten. Das ist ein Soldat, oder? So ein Helm? Das ist doch ein. Was immer das jetzt war. Das gefällt mir nicht. Wir fahren runter. Nein! Ich möchte noch nicht weiter runter. Nein! Oh Gott. Nein, diese Geräusche runter! Okay. Okay, ganz ruhig.
Shit. Das ist mein letztes. Und guck mal, Dummheit. Ich kann mich nicht kämpfen. Oh. Nicht ehrlich. Wie viel die aushalten? Zwei Schuss? Zwei ganz gut. Nein! Lass es sein. Oh mein Gott. Toll, wir können mal weiter in diese verdammten Katakomben runter. Oh Gott. Die Leute haben sich hier versteckt und seid verschwunden. Und jetzt sprechen wir von der dicken Mama. Und genau jetzt kommt noch hier runter, wo man von diesen Geschichten irgendwie erzählt hat. Oh Mann. Werden nicht sogar schon wieder so Schattenmenschen oder so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Schatten. Mein Smartphone. Oh, was war das jetzt? Moment, ich habe. Okay. Nachricht bekommen. Das interessiert mich gerade nicht. Keiner von uns, oder? Kein uns Spartaner? Immer die Augen. Oh Gott. Immer an den Augen. Oh. Oh je, nee. Oh, mir läuft der Schweiß an der Stirn runter. Oh, ich bin so nervös auch. Das paart sich gerade alles. Nervosität und halt die Anstrengung. Nicht Anstrengung, aber immer, dass es so verdammt warm ist. Schritte von einem gewaltigen Vieh. Wo fahren die ab? Wenn sogar Dinosaurier etwas abhauen. Das letzte, was ich weiß, ist, bevor die Dinosaurier abgehauen sind. Das war eine Anomalie. Nee, 2033, weißt du noch, wo man dann. Wo wir dann uns auf D6 genähert haben und dass sie dann Dinosaurier uns entgegengescheucht wurden, weil da eine Anomalie unterwegs war und die alle gegrillt hätte. Aber boah. Ha, verliert keine Luft, super. Okay. Schon wieder sowas. Bin ich denn hier? Ach, hier. Ich habe gerade die Orientierung verloren. Ich bin so angespannt. Was steckt denn da in dem drin? Ups. Medipacks, danke. Ha, schon. Du mein. Die Menschen haben sich wohl hier versteckt. Aber so viele Medipacks heißt nichts Gutes. Sag mir meine Erfahrung, es ist. Boah, so viel Geld auch noch und so viel. Krieg ich eigentlich.
Ich komme über meinen Schatten deswegen, weil ich eigentlich keine Lichtquelle hinter mir gesehen habe. Okay, war doch der richtige Weg. Ich drehe auch nicht nochmal um, tut mir leid, aber. Ich glaube, es jetzt wieder. Ja. Nein! Nicht! Aber doch, wir gehen nochmal den Weg zurück hier. Den anderen Weg gehen wir jetzt auch mal lang, damit es wisst, wie der aussieht. Also war das nicht. Ja, dann hier lang, ja. Bin schon gerade unterwegs. Okay. Ja, 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 nee, nee, nee. Hey. Also das bitte. Mann. Ich weiß, er ist schon tot, aber. Ach du meine. Eieiei, da habe ich das nicht mit gerechnet. Gar nicht. Ach Mann, was mache ich immer? Durcheinander. Das ist so spannend, wirklich, so spannend. Ich will liebsten gar nicht auf, ihn aufzunehmen. Ich bin nicht euer Feind! Feck! Ich wusste, die ganzen Minipacks sind was Schlechtes. Nein, warte. Erstmal Minipack. Geht das schon los? What the f... Oh Gott, ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Auszeit. Okay, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin gerade so platt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich mach gleich wieder weiter, aber danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Und tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh Gott. Bis zum nächsten Part und tschüss.